Ja, jetzt verschwinden wir gleich. Ja, die fahren wir immer noch. Oder die eine zumindest. Finde ich interessant, aber das Zeichen ist weg, also jetzt verschwinden die. Ah, da bin ich jetzt. Hat er mich gesehen? Nee, oder? Blöd, ja. Ah, nee, da waren wir aber auch schon mal. So, die Sache ist die, wo geht's da jetzt weiter? Ah, da kommen wir wieder dahin, wo wir am Anfang waren. Ah, die gibt's ja auch. Und direkt eine Rüstung wieder bekommen. Ist bestimmt. What the fuck? Wo kommen die denn her? Also. Gut, dass es so langsam ist, ey. Noch ein weiterer Turm, okay. Gott, ey. Auch noch sowas. Da hätte ich etwas gehört. Ach, die Pfeiler, die er nach mir wirft, okay. Falle in der Schnee enthüllt Unsichtbares. Ketzerischer Turm. Was? Was zur Hölle höre ich denn da?
Na, Wahnsinn, ey. Noch alles? Nee, das war jetzt alle. Was ist das denn? Wo soll ein Schnee fallen? Hä? Tja, bist du langsam. Danke für die Runen. So, wie soll ich das Rätsel verstehen und lösen können? Ach, der ist so extrem laut. Lol, da könnte ich runter. Höre ich das? Ich sollte ja eigentlich nach Norden. Dazu impunkten. Ich würde sagen, wir machen auch bis zum nächsten Kanalpunkt und dann können wir zurück, ja. So, das ist jetzt auch. Gott, wurde auch schon mal gefährlicher. Gold in der 112. Oh, cool. Das bringt sogar was. Das sind nicht nur Gegner, also. Egal. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass eines der Dinge dann irgendwie das Ziel brechen kann. Thank you.
Okay. Weil ich daneben springen musste. Ah, okay. Da vorne war auch noch was. Das ist aber auch zu weit weg. Hä? Wie soll ich das erreichen, ey? Ah, das kann ich von da aus auch nicht anvisieren. Ah, von da aus. Geht das so weit? Hm. Ah, komm, dann nehmen wir einen Großbogen. Wollen wir einen Großbogen? Da kann man auch noch mal ganz schön runter, ey. Wie war das Rätsel nochmal? Hatten wir das nicht schon mehr oder weniger? Kann ich hier safe landen? Ich weiß nicht. Ja.
Das sieht für mich eher danach aus. Jetzt könnte man da runter. Da ist gleich eine Krabbe. Okay. Das ist auch so eine Krabbe. Geil. Ah, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, oder? Das mit dem Turm. Moment mal. Oder so's. Ups. Hey, sind das zwei? Reicht dir nicht, ey. Scott, ey. Jetzt aber kriegst du das schon Seppuku. Jetzt sind wir da wieder. Ach, da ist ein Gnadenpunkt, lol. Ja, dann benutzen wir mal. Fall an der Schnee. Was ist das zu bedeuten?
Keine Ahnung. Was ist das für ein Geräusch? Kommt das von da oben? Gerade keine Nerven für euch. Interessant. Komme ich da auch irgendwie runter? Wenn ich sowas schon sehe. Oder ist wieder eine wandernde Mausoleum? Nächster Gnadenpunkt. Wo bin ich hier jetzt wieder? Urschneetal Aussichtspunkt. Bin ich jetzt doof? Habe ich da nicht davon was gelesen? Es ist schon wieder 22 Uhr. Es ist gezeichnet.
Cool. Na dann. Also ich muss tatsächlich in den Bock gerade, damit ich dann auch noch 1 Million bekomme. Der Aussichtspunkt, ja schön. Okay, ich sehe schon, ist ein bisschen ein Umweg. Okay, der Bestie zittert. Fuck. Ach du Schande. Wenn wir jetzt richtig viel Pech haben, dann sind die Runen weg. Aber da müssen wir verdammt aufpassen, ey. Ist hier ni nirgendwo ein Boss, ey. Fuck. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wo wir noch ein Todeswurzel bekommen. Das heißt, uns fehlt dann nur noch ein Todeswurzel. Interessant. Wir müssen die jetzt ignorieren.
hasse meine Rune. Jetzt kommt da noch ein Boss, ernsthaft jetzt? Kein Interesse gerade, sorry. Ich hätte hier gern irgendwo einen Ort der Gnade. Ja, der weite Weg bis zum Boss. Richtig geil. Dann machen wir noch.
What the fuck, ey, wie fliegt der denn herum? Also, dann kann man keine Blutungsstand zufügen oder was? Okay, wo war Marikas Pfarrer? Ich glaube, mehr Markierresistenz würde mir echt nicht schauen. Ich weiß nicht. Vier Komma acht. Vier Komma sechs. Auf 4,6.
Ah, es geht noch, ey. Ich war wieder da drin. Ah, ich hätte da Abstand nehmen müssen. Na gut. Egal, den machen wir noch. Ich weiß nicht, ob der uns die Tour des Wurzels gibt oder dass er weiter oben war. Aber wir machen das mal. Wir wissen auch ungefähr, wo einer ist. Wie würde ich mir die jetzt noch schnell holen, aber. Ich weiß ja nicht, wo genau das ist. Oder ich durch oder ich das von dem Vogel bekomme. Schande, wo zur Hölle sind jetzt meine Rune? Shit, Abdunger hat geholfen. Na komm.
60.000. Todesritual schwer. Naja, doch nicht. Todeswurzel. Das heißt, wir müssen nochmal hoch. Zum Aussichtspunkt. Das wird dann so jetzt das Ende sein, eigentlich von dem Stream. Wir werden nur gucken, ob wir einen Todeswurzel bekommen. Ja, ich weiß, ey. Mit meinen über 600.000 Runen ist das schon ein bisschen gefährlich. Die ganzen Level-Ups und so, das ist. Ich würde gucken. War da nicht ein Gegenstand? Ja, wir müssen noch mal zurück. Nicht das, was ich mir erhofft hatte. Kann man die irgendwie... Oder eben tatsächlich sowas wie Leben, ja. Warum muss das so unglaublich wehtun? Gott, ey! Müsste der jetzt der gleich nicht mal Arsch sein?
dafür bekomme jetzt? Einfach zu viel Leben, ey. Problematischer. Da hat sich der Typ verstärkt, ey.
Hilfens Spitzturm und ein weiterer Todeswurzel. Fehlt uns nur noch einer. So müssten wir alle haben. Creepy, ey. So, haben wir jetzt unsere Ruhe? Ja, anscheinend. Ach, so, meine Güte. Wie auch immer wir das geschafft haben und überlebt haben. Jetzt werde ich mir noch rumgehen, ey. Und zur Tafel der Gnade zurück können. Da haben wir schon der Schloss Sol. Haupttor. Da müssen wir das nächste sein. Es wird jetzt eh schon wieder 23 Uhr, oder? Tja. Ey, komm, lassen wir das. Sonst komme ich ja gar nicht mehr weg. Wenn wir jetzt noch was anfangen. So. Jetzt gönnen wir uns Ruhe. Wenn wir jetzt schon so viel haben. Bis 600.000. Das sind 50.000. Eieiei, okay. Bekommen wir davon? Ja, benutzen. So bist du echt extra noch gefragt. 20.000 ist nicht gerade viel, also lohnt sich eigentlich gar nicht. Was? Die auf das Spanner, um sie als Runen zu verwenden. Okay, ich glaube, so viel ist es doch nicht. Ja, 6, 7 Level Ups. Ah, wenn es gut kommt, wenn es gerade noch 7. Aber nee, das wären keine 7, das wären höchstens 6. Ich hätte mir davon irgendwie mehr erhofft. Aber egal. Okay. Das wird doch schon noch was. Wie viel sind das dann? 40.000. Okay. Never mind, dass wir nur definitiv noch Semi-Level-Ups. Hä, kommen wir auf die Million hin? Könnte hinkommen. Ja, uns fehlen auch noch 9.000. Puh, könnte schwierig werden jetzt. Sich gerade noch so ausgehen. Ja, ich glaube schon. ...34 davon, ja. 6.000. Das ist mal eine Menge an Rune, ey. Ah ja, da können wir einige Level-Ups machen. Mal sehen. 7 Level-Ups tatsächlich nur. Oh. 7,5. Heavy.
Okay. 7 Level-Ups mal sehen. Wie viel hätten wir da? 230 mehr. Ja. Das ist das Ding, ey. Bis 40 geht das noch, aber danach kommt halt noch wirklich wenig dazu noch. Da hätten wir ja noch mal 42 mehr. Was würde das bei Geschick ändern? Auch noch mal deutlich mehr Schaden. Ah, da hätten wir dann 50 Geschicklichkeit. Ja. 765. 766. Das Ding ist, bei Stärke, da kommt noch mal ein bisschen Verteidigungskraft dazu. Und wenn ich mir das so ansehe, 766, 775, ist nur einer Unterschied, ey. Ey, ich weiß nicht, was wir machen sollen. 11 Ausdauer mehr. 11 Ausdauer. Das sind wir nochmal deutlich einfacher. Ich weiß nicht, was ich da. Worauf ich da mehr setzen soll. Kondition, damit wir das abgeschossen haben erstmal. Damit wir dann wirklich leicht tragen können und so. Und dann würde ich tatsächlich Geist machen, oder? Geist 172, ja, das sind 42. 7 Level-Ups. Da könnten wir mal eine andere von richtig nutzen. Wir machen jetzt Kondition. Jetzt mal ohne Witz, ey. Wenn ich mich jetzt ganz einfach trage oder so, kleine Last. Nehmen wir mal wieder unseren. Okay. Never mind, das ist schon wieder mittellastig, okay. Also, sind wir wieder auf 31. Auch nicht schlecht. Das hat halt absolut kein Gewicht. Okay, Hose ist schon wieder zu schwer. 1,4. Und jetzt ist er halt 1,4. Das ist sogar noch einfacher. Ich habe halt überhaupt kein Gleichgewicht. War die Stoffkleidung nicht mal irgendwie einfacher?
Ja, was habe ich da schon wieder alles für Waffen, ey? Krass. Ja, merkst du halt echt nichts. Das wäre auch noch kleine Last, interessant. Na egal. Gucken wir mal, ob wir Waffen verstecken oder so können. Da fehlt uns nur eines noch. Schade. Dann jetzt Schmierstand 5, da haben wir gar nichts. Was? Okay. Ich würde da noch mal schnell was ändern. Was macht Seppuku? Warum habe ich das noch mal gemacht? Warum habe ich das gemacht? Oh Gott. Ach nee, Moment, ich wollte erst zu der anderen. Moment. Da finden wir nichts Neues mehr, oder? Nee, hier ist alles tot. Was macht das? Ach, das sind nochmal Kriegsaschen, aber die habe ich mir geholt, oder? Ja. Da wird es nichts Neues geben, ne. Neuntausend. Ach, teuer, ey. Ach, Dunkeldinger sind das im Moment mal. Davon habe ich nichts. Davon habe ich nichts. Ja, bis 15. Ja, wir können ja unsere eine Waffe verbessern. Na gut, habe ich damit jetzt schon wieder 40.000 Runen ausgegeben. Yeah.
Fall. So, eine unserer Hauptbosswaffen können wir jetzt verstärken. Auf Maximum. Oh, der Drachentuck. Moment mal. Oh, der Drachenschmiedestein. Never mind. Okay. Wie brauchen wir davon? Ja, eine normale Waffe, wenn wir mal genug von den 8er und 7er Schmiedestein bekommen. Haben würden. Greetings, are you here for spirit? Ach, schon ein bisschen heavy. Nee, lassen wir erstmal. Gott, wie bekomme ich denn die anderen dann? Schmiedestein 6 brauche ich da. Ah, das wird später so viel einfacher. Echt nur noch 12.000 Runen. Ach du Schande. Ja, auf der Seite. Genau. Okay. Was? Roter Riesenhaarzopf? Ist eine Peitsche. Lol. Brennende Ohrflamme, brennende andere von Glaube, brauche ich dann nur 27. Erzeugt mehrere Flammensäulen um euch herum. Okay. Natürlich eine neue Sache. Nope. Ach, echt schade. Keine Echo mehr, oder? No. Alles ausgegeben. Tja, wir haben ja noch ein paar wandernde Mausoleums. So, das Problem ist. Ja, unser Kleriker ist immer noch nicht da. Obwohl wir ihn, glaube ich, wiederbelebt haben, aber ja. Keine Ahnung. Die Tür bleibt verschlossen, oder? Sieht ja auch interessant aus.
Aber wir nehmen das für Kraft. Ja, gehen wir nochmal zum Käfer der Gelübde. In dem Moment müssen wir was geben. Ich glaube, die Schildkröte, die kann uns weiterhelfen. Auch wenn die auf Weisheit spezialisiert ist. Schade, ich hatte jetzt gehofft, ich könnte irgendwie meine Waffe verbessern, aber nee. Allerdings. Was? Warum ist er jetzt hier? Ach man, ey. Das ist mit seiner Klinge echt lästig, ey. Dann haben wir doch schon mal. Erledigt ohne Probleme. 6000. Und dafür habe ich mich jetzt so angestellt. Wow. Nicht ein Speicherpunkt. Ah, davor. Ich meine, nur ein Ort der Gnade. Okay. Über Absolution. I see you have undergone absolution. The miracle that blossoms from these grounds. Good. As such, the bond you may have strained or severed has been restored to its rightful state of harmony.
be mindful not to take for granted the serenity restored by this miracle, and take care never to break a bond again. Okay, was ist über Radagon? It is said that Lord Radagon harbored a secret. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radagon's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Lol, Moment. It's said that Lord Radagon harbored a secret. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radagon's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Okay, Gebetbuch. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Okay. Wir haben noch zwei. Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Immer derselbe Satz. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Ah, dann gucken wir mal, welche Anrufung das war. Heilung des Fürsten. Gewaltig. Hilfe des Fürstens. Okay, Gunst sehen. Radagons Lichtringe. Erzeugt einen Gott einen Lichtring, der in einen weiten Bereich angreift. Ach, du bräuchtest ja sehr noch einen Weisheit. Habe ich nicht. Halte alle Statuseffekte und löst alle besonderen Effekte auf. Da brauche ich auch wieder eine sehr hohe Weisheit. Das Ding ist halt, ich kann hier nur eines mitnehmen. Beziehungsweise zwei. Weil ich zu wenig Krone habe. Nein, müssen wir doch noch mal hin. Ich dachte jetzt wirklich, ich würde mehr Anrufen dann bekommen, aber gut. Das ist jetzt auch nichts wirklich Besonderes. Schüsse bückt. Im zweiten Tod. Was haben wir da? Noch ein Klangball? Okay. Ja, zwei Todeswurzeln. Eine fehlt uns noch und dann können wir alles von unserem Klerikermeister Guran bekommen. Also dann sollte er zufrieden sein. Was wollte ich jetzt noch mal? Ach, wegen einer Anrufung. Naja, irgendwas wollte ich sonst auch noch mal. Ja, zum einen das zurückgeben, aber ich weiß nicht, ich denke zu schnell. Irgendwas habe ich. Ach, genau, deswegen wollte ich rasten, meine Güte. Ich bin dumm. Ich habe ja noch zwei heile Getränke. Flaschen. Schade. Das geht echt nicht mehr.
Das hab ich schon gemacht, oder? Ja, sollte ich. Ich denke schon. Was war das jetzt? What? Okay. Von da unten, ey, wirklich. Ah, da habe ich noch jemanden zurückgelassen. Ah, nice. Das Ding ist halt. Brauche ich das jetzt noch? Ah, das hätte ich ja eigentlich nicht ablenken müssen, aber egal. Immer noch alles mittellastig, das ist schön. Erhöhte Stärke, erhöhtes Geschick, erhöhte Weisheit, erhöhten Glauben. Dann sind wir nicht mehr auf das Gewicht, denkst du, angewiesen. Viel Gleichgewicht haben wir dann jetzt? 68. Lol. Ich frage mich gerade, Moment mal. Cool. Ja, das sieht schon irgendwie komisch aus.
Gut. Da brauche ich jetzt unbedingt nicht wirklich unbedingt Gleichgewicht, oder? Ja, wir werden morgen weitermachen. Ich gehe jetzt noch schnell zum Tafel der Gnade und. Oder die nächsten Tage, ich weiß nicht, wie ich das weiterführen werde. Aber wir werden beim nächsten Mal sehen, wie krass das ist mit dem Gleichgewicht. Also irgendwie. Ja, weiß nicht, was das für einen Effekt hat. Gleichgewicht, eure Widerstandskraft gegen feindliche Angriffe, bevor ihr unter ihren Wucht zusammenbrecht. Würden wir ja sehen. Klangperle. Da. Gibt es eine Scheibe Fleisch? Ah ja. Und Klumpenfleisch. Schildkrötenhalsfleisch gibt's auch. Okay. Ach, ich weiß jetzt, wo wir nochmal da runtergehen können. War das unterirdische Straße, glaube ich, oder? Ja, was? Bullshit, ey. Bullshit. Ja, okay, das mit dem Gleichgewicht bringt ja gar nichts. Aber das interessiert mich gerade.
Haben wir da auch irgendwas mit Geschick? Ob du immer herkommst. Nee, anscheinend nicht, ey. Für alles andere habe ich was. Finde ich ja schon sehr komisch. Was macht das? Gar nichts. Okay. Jetzt würde ich das tatsächlich noch mal versuchen, Moment. Komm, machen das zusammen, ey. Ey, was willst du da machen, ey? Spam diesen Angriff, ey. Keine Chance, ey. Wenn die zu zweit auf einen losgehen, ey. Da mache ich noch ein bisschen zu wenig Schaden. Was zur Hölle, ey. Die müssen die Scheiße auch richtig durchspammen. Wahnsinn.
Oh yeah, nice. Ja, gut. Na Gott, jetzt habe ich beide. Getriggert, ja. Kann funktionieren, ey. Gott, ey, ich will da jetzt nicht verrecken. Was ist das für eine Scheiße, was die da können? Na, mal sehen, ob das mich nicht irgendwann umbringt. Oh, wow, das schon. Würde ich dann noch mal mehr Schaden machen. Wo ist noch mal? Ach, da sind wir jetzt. Haben wir jetzt schon wieder fast 30.000 Runen, ey. Läuft. Dann können wir direkt noch die restlichen zwei andere von kaufen. Wenn wir schon dabei sind, eigentlich. Okay. Naja.
Ah, das ist einfach stark, wirklich. Das kann was sein. Gegen Feinde, die bluten können. Die richtig schön bluten können. Da bringt das echt was. Aber so, ja, gut. Ja, ich denke, da werden wir uns beim nächsten Mal ein bisschen mehr austoben. Die machen wir auch noch schnell. Eigentlich hätte ich mir bei den Gegnern denken können, dass der Boss auch so ähnlich aussieht. Oh, Malball. Ja, das ist krank. Gut, aber die Waffe muss noch weiter verbessert werden, ey. Damit es wirklich stark wird. Damit es richtig stark wird. Jetzt gehen wir nochmal zur Kirche der Gelübde und holen uns die anderen zwei Anrufungen, damit wir da nicht nochmal hin müssen. Das ist so gut sein, ey. Das Ding ist halt gegen harte Feinde, denen juckt das nicht. Kirche der Gelübde. Greetings. Ja, eine Rufung studieren. Die zwei kann man vergessen, weil da brauche ich Weisheit. Weisheit habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Schön, und wir haben noch 20.000 Runen. Lol. Ja, die Waffe ist geil und stark. Was brauchen wir? Schmiedestand 7, glaube ich, dafür, oder? Naja. Gut. Ich beende das Spiel jetzt. Damit. Wir haben fast 200 Stunden und wir sind noch immer nicht fertig mit dem Spiel. Unglaublich, ey. Gut, ich verbringe hier auch eigentlich sehr viel Zeit damit, auch Dinge zu sammeln, Dinge zu suchen, Waffen auszutesten, Runden zu sammeln, was eigentlich alles schon wirklich viel Zeit nimmt. Und würde man einfach nur straight durchgehen oder so, dann wäre man, glaube ich, auch deutlich schneller fertig.
Aber egal. Ja, wir werden uns morgen, denke ich, weiter bespaßen mit dem Game. Oder den nächsten Tage. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt richtig dunkel gestellt. Auf jeden Fall sind wir, denke ich, so langsam mal am Ende angekommen. Es gibt, glaube ich, nur noch ein großes Gebiet da noch. Mal schauen. Auf jeden Fall habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal oder so.